Ja, also zwei Säulen in der Therapie sind ganz wichtig für die beiden Damen. Zum einen ist es die medikamentöse Therapie, wo auch neue Medikamente mit Erfolg eingesetzt werden. Das andere ist der Vagusstimulator, ein kleines Gerät, das aussieht wie ein Herzstimulator. Das wird über einen kleinen Schnitt hier unter die Haut gelegt und dann kommt eine Elektrode hier hoch zum Hals und im Hals werden dann um den Vagusstimulator drumherum Elektroden geschlungen, die dann regelmäßige Stromimpulse abgeben und dann über ja, den Tractus solitarius im Gehirn eine wesentliche Verbesserung der Anfallskontrolle so verursachen dann und dazu beitragen. Also im Prinzip muss man, wenn die Batterie erschöpft ist, was normalerweise so nach 5, 6, 7 Jahren der Fall ist, muss man das ganze Gerät austauschen. Also die Elektrode, die bleibt da liegen und es wird dann einfach hier wieder ein kleiner Schnitt gemacht, das Gerät wird rausgenommen und es wird ein neues Gerät draufgesetzt. Und das ist einmal auch schon gemacht worden bei den beiden jungen Damen. Also mein Name ist Professor König. Wir sind hier eine Schwerpunktpraxis für Neuropädiatrie. Behandeln also ausschließlich Kinder mit neurologischen Erkrankungen. Das sind Erkrankungen des Gehirns, des Nervensystems, der Muskeln, Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, mit Syndromen, mit Aufmerksamkeitsstörungen. So das gesamte Spektrum der Neuropädiatrie, auch seltene Stoffwechselkrankheiten, alles was so das Gehirn betrifft und was so der Neuropädiatrie zuzuordnen ist. Die Zwillinge kenne ich seit 10 Jahren etwa. Die Epilepsie hat etwa mit 6 Jahren angefangen und ich habe wenige Jahre später, als ich noch in der Kinderklinik in Mannheim gearbeitet habe, die beiden dann kennengelernt und behandle sie seither. Grundsätzlich aber ist es in allen Bundesländern so, dass Neuropädiater Patienten mit chronischen Erkrankungen und mit einer Retardierung, also mit einer geistigen, nicht altersentsprechenden Entwicklung weiter behandeln dürfen. Das war aber in Rheinland-Pfalz leider nicht so der Fall. Das wurde mir in der freundlichen Form mitgeteilt, dass ich einen Regress bekommen habe, wo mir das gesamte Einkommen für die Erwachsenen, Schwerbehinderten und leichtbehinderten Patienten der letzten 4 Jahre abgezogen wurde, wo ich mich jetzt gerichtlich halt auseinandersetzen muss, um einen Teil von dem Geld wenigstens wiederzubekommen. Bei den Zwillingen war es aber konkret so gewesen, dass mit dem Vagusstimulator, mit dem die Kinder behandelt werden, die erwachsenen Neurologen sich überhaupt nicht auskennen und die Familie hat keinen Neurologen gefunden, der die Behandlung hätte weiterführen können. Und deswegen hat die Kassenärztliche Vereinigung letztlich dann eine Sondergenehmigung erteilt, dass ich diese Gruppe von Patienten weiter betreuen darf. Der Vagusstimulator ist ein Gerät, das ähnlich aussieht wie ein Herzschrittmacher, also ein kleines metallisches Gerät, von dem aus dann eine Elektrode von dem Gerät aus hoch zum Vagusnerv geführt ist, ist dann an 3 Stellen um den Nerv herumgeschlungen und es werden dann regelmäßig Impulse von dem Gerät abgegeben, die den Vagusnerv stimulieren und das macht dann einen unspezifischen Weckreiz für das gesamte Gehirn, der dann letztlich gut wirkt gegen Krampfanfälle bei vielen Patienten. Man weiß, dass Krampfanfälle besonders auftreten, so in den Übergangsphasen zwischen Wachen und Schlafen, also sowohl bei Müdigkeit beim Einschlafen als auch morgens beim Aufwachen. Und letztlich ist es eine, sag mal, unspezifische Behandlungsmethode. Man kann sich am ehesten vorstellen, dass das Gehirn insgesamt aufgeweckt wird, also aktiver wird und dass dann dieser erhöhte Aktivitätszustand günstig ist gegen die Krampfanfälle. Es gibt nicht nur auch diese Dauerstimulation, sondern es gibt auch so bedarfsorientiert eine Zusatzstimulation, wenn die Patienten einen Krampfanfall bekommen. Da kann man mit so einem Magnet über den Vagusstimulator drüber streichen. Es wird ein zusätzlicher Stromimpuls ausgelöst und das kann auch bei vielen Patienten dann so einen Anfall ganz am Anfang schon unterbrechen, was also ein großer Vorteil ist, wenn halt ein Krampfanfall jetzt nur Bruchteile von Sekunden oder Sekunden dauert und nicht mehrere Minuten. Nach einem kurzen Krampfanfall können die Patienten praktisch uneingeschränkt gleich wieder weitermachen mit ihren Tagesaktivitäten. Bei einem langen Krampfanfall müssen sie oft sich ausruhen, schlafen und sind halt eine Weile aus dem Rennen. Also einen Vagusstimulator bekommt man nur, wenn mehrere andere Therapieverfahren nicht geholfen haben. Man muss also in der Regel mindestens 2 oder 3 Medikamente ohne Erfolg eingesetzt haben, muss das dann bei der Krankenkasse auch beantragen, muss die Genehmigung abwarten und dann kann man das Verfahren so durchführen. Also der Stimulator alleine ist in der Regel nicht ausreichend, um die Anfälle vollständig zu kontrollieren. Das ist eine Ausnahme. Es gibt nur 3 oder 4% von allen
behandelten Patienten, bei denen der Stimulator wirklich so gut ist, dass es eine anhaltende Anfallsfreiheit gibt und dass man die Medikamente weglassen kann. Man muss aber sagen, bei der Patientengruppe, zu denen auch die beiden Mädchen gehören, ist schon auch eine deutliche Besserung der Anfallssituation ein riesiger Erfolg. Man muss sagen, bevor wir angefangen haben, jetzt auch mit den modernen Therapieverfahren, hatten die Mädchen bis zu 10 Sturzanfälle am Tag, wo sie dann auch nach den Krampfanfällen für eine längere Zeit immer eingeschränkt waren und haben eigentlich wirklich jetzt erst mit dem Einsatz von diesen neuen Therapieverfahren ein richtiges Leben. Also wir haben jetzt immer noch Anfälle, aber sie haben so wenig Anfälle, dass wir das Praktikum, da die Arbeit in der Kantine leisten können, wo sie jetzt angestellt sind und haben jetzt halt auch eine Aufgabe und Struktur im Tag und ein Ziel und haben positive Rückmeldungen und haben durch den Erfolg, den wir da jetzt haben erringen können, auch wenn es nur ein Teilerfolg ist, ein normales Leben und eine ganz andere Lebensqualität als vorher. Also das ultimative Ziel, was man immer erreichen möchte, ist halt die vollständige Anfallsfreiheit. Und das ist bei 2 Drittel etwa der Patienten möglich, aber bei 1 Drittel der Patienten ist es nicht möglich. Das hat sich auch, sagen wir mal, nicht in der großen Statistik wesentlich verändert in den letzten Jahren, aber es gibt doch eine ganze Reihe von Patienten, die auch mit dem 10. Therapieversuch und mit jetzt den ganz neuen Antiepileptika noch eine Besserung um 90% der Anfälle haben oder sogar vollständig anfallsfrei werden, wo man das vorher eigentlich nie für möglich gehalten hätte. Also die beiden Zwillinge haben jetzt im Augenblick, kann man sagen, die beste Phase, die sie überhaupt in ihrem Leben hatten. Also sind tagsüber sehr wenige Krampfanfälle, also über mehrere Wochen hatten die tagsüber bei der Arbeit überhaupt keine Anfälle. Zu Hause morgens so beim Aufstehen, abends kommt eher mal noch ein Krampfanfall vor. Und insgesamt sind die Anfälle jetzt aber so gut kontrolliert, dass sie halt ein normales Leben haben können. Das ist auch schon ein großer Erfolg unter den Voraussetzungen. Es ist auch so, dass die beiden ja eine schwere Hirnfehlbildung haben. Und der Familie wurde auch jetzt in anderen, ja, epileptologischen Zentren auch konkret gesagt, dass man so eine schwere Hirnfehlbildung kaum beeinflussen kann von der Therapie. Und vor dem Hintergrund sind wir doch da jetzt ziemlich weit gekommen in den letzten Jahren. Ja, also die beiden haben eine angeborene Fehlbildung, die daran besteht, dass praktisch unter der Hirnrinde eine zweite Hirnrinde angelegt ist. Die ist dann im Aufbau und in der Struktur nicht so wie eine gesunde Hirnrinde, sieht aber schon so wie ein zweiter Kortex, wie eine zweite Hirnrinde auch im MRT-Bild aus. Und das ist schon eine sehr, sehr schwere und auch eine sehr seltene Fehlbildung. Es gibt, glaube ich, in der Literatur insgesamt 80 publizierte Patienten und so Zwillinge, die diese Fehlbildungen haben, sind unsere beiden die einzigen, die so aufzufinden sind, wenn man da in der Literatur nachliest. Ist auch der Gendefekt bekannt, das ist ein definiertes Gen, was auf dem X-Chromosom liegt. Die Fehlbildung haben fast nur Mädchen, weil man davon ausgeht, weil das eben ans X-Chromosom gebunden ist, dass die gleiche Mutation bei Jungen andere Hirnfehlbildungen macht. Also man hat einfach den englischen Ausdruck als Fachbezeichnung gewählt, heißt einfach Double Cortex. Also die allermeisten Patienten, die diese Fehlbildungen haben, haben zum einen eine, ja, Retardierung, also eine nicht altersentsprechende Entwicklung. Und die allermeisten Patienten haben auch schwere Epilepsien. Es gibt ganz, ganz selten mal bisher oder scheinbar gesunde Erwachsene, bei denen der Befund auch als Zufallsbefund in hohem Alter gefunden werden kann, aber das ist wirklich eine große Ausnahme. Also der Double Cortex ist extrem selten, wie gesagt, 80 Patienten in der gesamten Literatur. Das werden ja nie alle Patienten, die es mit so einer Erkrankung gibt, publiziert. Aber es ist schon ein Hinweis dafür, dass es halt sehr, sehr selten ist. Und Epilepsien an sich sind sehr, sehr häufig. Es hat fast 1% der Bevölkerung hat Krampfanfälle. Es ist nur eine Krankheit, die immer noch so ein soziales Stigma in sich trägt und wird einfach nicht so viel darüber gesprochen wie über Diabetes oder über arteriellen Bluthochdruck oder solche Dinge. Aber es ist schon so in der Häufigkeit bei den allerhäufigsten Krankheiten, die es so gibt, mit einem knappen Prozent in der Bevölkerung. Das Stigma in der Gesellschaft ist tatsächlich ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, wo man
einerseits Patienten mit Epilepsien, Besessenheit ja, zugedacht hat, andererseits Geisteskrankheiten in Zusammenhang gebracht hat mit Epilepsien. Es gibt ja auch andere Kulturen, wo auch positive Assoziationen gefunden wurden zu Epilepsien, wo man besondere Nähe zu Gottheiten sich vorgestellt hat. Aber so in unserer Kultur ist es also deutlich negativ besetzt einfach aus der Geschichte und wird nicht als eine organische Krankheit betrachtet, über die man so sprechen kann wie über andere Krankheiten. Also ich habe da auch so